Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar ist heute wieder Mittwoch und das heißt für mich wieder Chest Opening. Und heute habe ich so eine kleine Besonderheit. Nein, es kommt keine Stripperin aus der Kiste, aber ich habe diese Woche wieder mit beiden Chars meine Mythic Plus Chest gemacht und ich habe sogar mit beiden diesmal eine Kiste zumindest Stufe 10 aufwärts gemacht. Ich glaube, mit beiden war es eine 10er, habe ich mit einem anderen noch eine 11er? Ne, mit einem anderen habe ich auch eine 10er gemacht. Sprich, wir haben auch bei meinem Ali-Char diese Woche eine 10er Kiste und kriegen dementsprechend 380er Loot. Naja, es kann natürlich auch hochrollen. Und das wird auf jeden Fall ein Upgrade sein, egal was drin ist. Und ich würde sagen, wir fangen damit gleich mal an, weil mein anderer Char ist ja ein wenig besser equipped und für den ist 380 nicht mehr unbedingt ein Upgrade. So, was haben wir drin? Ich habe einen Ring gekriegt, oh, mit Bistats. Oh, warum kriege ich denn den auf meinem Raid-Char nicht? Schaut euch das Ding an. Oh, 200, also, oh. Das Ding ist halt Gold wert, ja? Also das ist halt richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Für den Char ist es natürlich eine große Verbesserung, ganz klar, brauchen wir nicht reden, ja, weil ich habe jetzt hier auch zwei Ringe mit Crit-Tempo, Crit-Mastery, also auch ziemlich Kackring, jetzt muss ich mal gucken, welcher ist denn der Beschissenere, der ist der Beschissenere, weil eigentlich willst du keinen Crit haben. So, jetzt ist der 369 und ich habe natürlich auch wahrscheinlich jetzt einen 9er Key gekriegt, oder? Tiefenpfuhl, ja, ist okay, ja. So, jetzt zeige ich euch mal, warum es so kacke ist. Das hier ist mein richtiger, mein Horden-Rager, der ist ja 384,93 equipped, also sprich, wenn man aufrundet, also mir fehlen 0,07 Item Level, um auf 385er Durchschnitt zu kommen. Ich habe jetzt eigentlich bloß noch zwei Items low, und zwar, also die zwei habe ich auf 380 und nicht auf 385 oder aufwärts, ne? Also eigentlich vom Equip ganz gut, aber die Problematik, die ich habe, ich bin bei 1000 Crit, ja, und Crit ist mein schlechtester Stat, 800 Tempo. Versa ist mein bester Stat, den habe ich nur 400 und Mastery habe ich 700. Also sprich, mein bester Stat, also habe ich am niedrigsten, mein schlechtester Stat, also zumindest defensiv, habe ich am höchsten, ja. Und das ist nicht gut, ja, aber noch dazu kommt, dass im Raid ich ja nochmal diesen extra Buff kriege, der mir jetzt mittlerweile über 700 Stats bringt von dem höchsten Stat, und dann kriege ich nochmal Crit. Dann bin ich irgendwie bei 1800 Crit, ja, im Gegensatz zu 400 Mastery, 400 Versa. Und den warum ich so viel Crit habe, ist unter anderem liegt das an den Ringen. Ihr seht hier, ich habe einen 390er Ring, was ja eigentlich cool ist, ja, aber der hat da 300 Crit drauf. Und diese 300 Crit sind ja fast schon die Crit-Wertung, die Vielseitigkeitswertung, die ich hier habe, ne. Gut, das sind 400, da ist auf einem Item schon mal 300 drauf und auf dem anderen Ring habe ich nochmal 200 drauf. Also allein diese beiden Ringe hauen mich schon mal um 500 Crit hoch, ja. Deswegen bräuchte ich unbedingt Ringe, die nicht unbedingt Crit drauf haben, sondern Versa oder Mastery, das wäre auch nochmal ganz gut. Bloß gibt's in Uldir, in dem Raid, gibt's sowas nicht, ja. Da gibt's nur scheiß Crit-Ringe und ich bin quasi auf die Kiste angewiesen, dass ich richtige Ringe kriege. Deswegen wäre der Ring von meinem Ali-Char sehr gut gewesen, wenn ich den auf dem Horden-Char gekriegt hätte. Aber ich krieg wahrscheinlich jetzt hier wieder irgendeinen Mist nur raus. Wir machen jetzt die Kiste auch mal auf. Na, na, na. Und ich krieg halt irgendeinen Kopf raus, ja. Ja, also Freude sieht ehrlich gesagt anders aus. Was haben wir denn? Nicht, dass ich jetzt wieder einen Kack erzähle. Ne, die gleiche habe ich noch nicht. Ich habe schon aus der Mythic Plus 10 einen Kopf. Wir schauen uns einfach mal an, was wir in Trades drin haben. Ja? Vielleicht haben wir ja irgendwas richtig Krasses drin. Ja, das ist eigentlich im Raid nicht schlecht, muss ich sagen. Da hast du nämlich, also 10% von deinem Leben hauen dir eigentlich die meisten Raid-Bosse weg. Und du kriegst Vermeidung und Rüstung drauf. Das ist meistens nicht so verkehrt, finde ich, für einen Raid. Was haben wir hier? Blitze Spaß haben wir hier und besteht eine Chance. Naja, das ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Das hier würde ich nehmen. Und was haben wir hier draußen mit Barkskin? Ja, das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Diese Woge ist okay. Was habe ich jetzt zum Beispiel? Da habe ich dieses Dolch-Ding, das ist etwa genauso gut, würde ich jetzt mal sagen. Was habe ich hier als zweites? Überwältigende Kraft. Ah, Stats sind mir ehrlich gesagt immer lieber. Da kriege ich natürlich hier Tempo. Stats sind mir ehrlich gesagt immer lieber. Und gut, das mit den Battle Rats ist total geschenkt. Aber gut, ich könnte theoretisch alles skillen. Müsste ich mir mal überlegen. Das braucht 31, was brauche ich hier? Wahrscheinlich auch 31, ja. Also da müsste ich mal gucken, vielleicht situationsbedingt, dass das andere besser ist. Ehrlich gesagt, ja gut, das könnte ich ja sogar umskillen, ne? Hier, also das würde ja sogar die Möglichkeit bestehen. Muss ich mal gucken, was da noch besser ist. Ob es ein Upgrade ist,
Wahrscheinlich eher nein. Ja, jetzt habe ich einen 9er Key. Ach shit, ich hätte den 11er noch machen sollen, dann hätte ich die Woche einen 10er direkt rausgekriegt. Naja, gut, egal. Ja, also wie gesagt, hier mit dem Main Char nicht wirklich ein Upgrade bekommen, also zumindest Item-Level-technisch nicht. Die Trades sagen mir jetzt auch nicht so krass zu, es ist okay, aber gibt auf jeden Fall Besseres. Also beide Items, den Kopf, den ich habe, hat nicht so geile Trades und der hat jetzt auch nicht so hammermäßig gute Trades, ja, muss man sagen. Aber bei meinem Alicha, der Ring ist ziemlich nice. Und ja, bringt mich auf jeden Fall gut voran. Ich bin jetzt gerade sogar am Überlegen, jetzt ein Gedankenexperiment, hätte ich den hypothetisch auf meinem Raid-Char bekommen, dann hätte ich 300 weniger Crit, ja, dann wäre ich bei 300 weniger, dann wäre ich etwa bei 700 und ein paar zerhackten, ja, hier. Und Mastery hätte ich, glaube ich, 100 und ein paar zerhackte mehr. Dann wäre ich wahrscheinlich bei knappen 900, oder? Wie viel waren da drauf? Wie viel Mastery waren da drauf? Da waren 139 drauf. Ja, also wahrscheinlich, nee, 800 und ein paar zerhackte wäre ich dann quasi. Da ist ja kein Mastery drauf. Und somit wäre Mastery der höhere Stat und ich würde den Mastery-Buff kriegen. Das wäre halt schon mal nice, ne? Das wäre halt schon mal sehr, sehr nice. Gut, Versa würde ich dann auch nochmal einiges draufkriegen. Da habe ich 439 und wie viel hat mir der gebracht? Oder hätte er mir hypothetisch gebracht? Fast 300, ne? Dann wäre ich auch schon bei 700 und ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann würde nicht mehr viel fehlen, um auch vielleicht über den Mastery-Wert drüber zu kommen. Also mit dem Ring würde ich sogar schaffen, dass ich vielleicht irgendwie auf Versa auf den ersten Set komme. Das Problem, was ich halt habe, das ganze Uldia-Raid-Gear hat relativ wenig Versa drauf. Und man hat zusätzlich die Problematik, dass diese ganzen Dings-Items hier, also die Azurit-Items, keine Stats drauf haben. Ja? Also keine nee, Sekundär-Stats, also quasi Tempo, Versa und solche Geschichten. Ne? Das haben die nicht drauf, deswegen verschiebt sich die Gewichtung mehr auf andere Items. Und da die Ringe kein Mainst, also kein Mainstat außer Ausdauer haben, haben sie sehr, sehr viele Second Stats. Und ihr seht, also allein der Ring hat hier 300 drauf und Schuhe haben 75 und 100 drauf. Also der Ring hat teilweise dreimal so viele Werte drauf an Sekundär-Stats wie manche andere Items. Ne? Hierzu habe ich zum Beispiel nur 74 drauf. Hier ist auch 75, 100 und Gut Hose hat noch 135. Ne? Aber hier seht ihr, die meisten sind irgendwo im 100er und 70er Bereich von den Stats und hier ist halt einfach dann bis zu 300 drauf und das reißt halt raus. Also die beiden Ringe machen halt sehr, sehr viel Stats aus und wenn man da die falschen drauf hat, dann ist der Buff halt auch der falsche, zumindest für mich off defensiv gesehen und ja, dann zieht sich das so durch. Ja gut, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal noch Ringe, die Versa und Mastery drauf haben. Drückt mir auf jeden Fall weiter die Daumen und jetzt würde mich noch interessieren von euch, was ihr aus der Kiste rausgekriegt habt. Habt ihr ähnliches Dilemma wie ich mit dem Buff, wo ihr, naja, die vielleicht die falschen Stats habt oder nicht genau das Item kriegt, was ihr haben wollt, auch Azurit-technisch gesehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.